Gut, dann haben wir in dem Level noch eines zu tun. Nämlich der versprochene Raum, den ich glaube ich schon seit dem ersten oder zweiten Part. Komisch, was Stabiles. Und heute Level hat gar nichts gebracht. Aber wir können das, den Ball jetzt da unten, oben reinwerfen. Und so haben wir. Ja. So kommen wir dann in diese Räume gelebt noch auch rein. So. Gut. Danke, Chriselbert, dass du online bist. Was auch immer du jetzt spielst. So. Wehe, das schreibt mich gleich an. Ich sag's dir, Chriselbert, wehe! So, und hier haben wir... was ist denn das? Ich bin hier wohl im Vergnügungsraum gelandet. Plünderer anziehen. Porter, es ist mir zu Ohren gekommen, dass eine gewisse berühmte Bronzestatue in Minerva's Den aufgestellt wurde. Ein Abguss des Originals zumindest. Dererlei Luxus hinterlässt eine Spur. Falls dieses kostspielige Souvenir Plünderer an meine Haustüre lockt und ich gezwungen bin, sie niederzuschießen, werde ich sie dafür verantwortlich machen. Oh oh. Da war dann vielleicht trug der Plan von Reed ja wirklich Früchte, dass er ihn ins Gefängnis brachte oder so? Sie sind, was sie besitzen. Und verdient dieser kostbare Besitz nicht ein wenig Schutz? Airtight Archives bietet ihnen größtmögliche Sicherheit. Airtight Archives so, in ja, hör auf zu reden. Obwohl deine Stimme ziemlich sexy ist, aber... Und hier haben wir noch Will, die letzte Adam-Schnecke. Gut. Dann haben wir das auch erledigt. Gut. Adams Lachs erledigt. Ein bisschen was fehlt uns aber noch. Nämlich Alkohol. Du fehlst uns. So. Ja, genau. Oh, was zum Teufel machst du denn hier? Genau, du standst auch auf der Liste. Den Lead hat Splicer killen und ich habe mich schon wieder einfach so geheilt. Idiot, so, ich gehe nochmal dahin. Ich habe keinen Bock, dich zu hacken heute. So. Da ist noch so viel Scheiße in diesen Räumen, das glaubst du gar nicht. So viel zu erledigen. Und so wenig Zeit. Und hier haben wir einen Granatenwerfer. Der irgendwie nur wärmesuchende Raketen hat, die wir gleich mal testen. Oh ja, das zieht gut ab. Shotgun. Okay. Ja, wir haben einen Dings und damit haben wir auch alle Waffen gefunden. Yes. Plasmide haben wir auch schon alle, aber uns fehlt noch ein... Warte, ein Staubsaugroboter. Den habe ich ja vorhin schon um die Ecke, als ich betrunken war, gesehen. Da ist dann auch die Frage, ob ich den nur gesehen habe, weil ich betrunken war oder ob da wirklich einer war. Ich überprüfe das mal schnell. Gut, da war der Raketenwerfer, der sehr nützlich ist, auch wenn er hat in dem Fall halt nur wärmesuchende Raketen, aber das sind sowieso die besten Waffen. So, da war der Roboter noch drin. Und da ist Bohrerschleicher. Dämpft deine Schritte und erhöht bei ahnungslosen Gegnern massiv den Schaden durch Melee-Attacken, insbesondere durch den Bohrersprung. So, aber da kaufe ich mir jetzt erstmal keinen Slot mehr dazu, nur für das. So, und ich esse mal den ganzen Kuchen da. Da ist noch mehr. Und Staubsaugerbot-Probleme. Maurice, Sie müssten mir ein neues Paar Schuhe bestellen. Sie sollen umgehend per Rohrpost in mein Büro geschickt werden. Der Staubsaugerroboter hat einen von meinen gefressen. Größe 7, Kroko, mit Absätzen. Hihihi. Das war der Schuh. Die fressen wohl alles. Glaubt ihr, die fressen auch Weedwall? Will ich mir lustig vorstellen. Oh shit, zwei Flaschen tschechischer Wodka, das sieht nicht gut aus für mich. Oh Gott, das haut rein. Oh Gott, nein. Ich gehe lieber mal in die Lounge, mich ein bisschen entspannen. Aber Mr. Porter, Sie müssen mir glauben, ich bin nicht verantwortlich dafür. Das ist alles Teil der Primzahlenreihe. Okay, wie du meinst. Sterben tust du trotzdem. Das ist Teil der Primzahlenreihe. So.
nix da. Hallo. Hör mal, ich bin da eigentlich genau vor dir. Warum siehst du mich nicht? Ich drücke die Knöpfe. Ich drücke und drücke und drücke. Ich drücke, drücke und... Sie drücken zurück. Sie drücken zurück. Oh Gott. Wo ist denn noch... Der ist irgendwo draußen am Gang anscheinend. Sag mal, ist das sonst da ein Speer? Die Kamera hast du aber nicht getäuscht. Ist das nur für die Thermalzellen der Raum da, oder? Sind Sie das? Da drüben. Ja, das bin ich, hallo. Hier bin ich. Und für die Speere, oder was? Der Thinker weiß, dass ich Teil seines Plans bin. Du bist nicht Teil seines Plans, du bist, wenn dann, Teil meines Plans, und damit du deinen Teil erfüllst, musst du sterben. Warte, habe ich schon wieder einfach so viel Alkohol getrunken? Oh Gott, warum mache ich immer wieder denselben Fehler, so wie 90% der Jugendlichen? Ich sag euch, ab heute trinke ich nie wieder Alkohol. Oh, vier Autohackpfeile. Achso, okay. Du da unten. Du bringst mich fast um. Spinnst du? Und ich dachte mir schon, was zum Teufel war das wieder? Wieder einfach so irgendwas explodiert, oder was? So, und hier sollte noch das fehlende Audio-Tagebuch irgendwo sein. Naja, hier haben wir schon mal so einige umgebracht, ne? Oh, hallo. Ich habe ja genug Autoreckpfeile. So. Gehe ich da rein? Nee, will ich jetzt nicht. Ich gehe zuerst noch da rumschauen. Irgendwas muss da ja noch liegen. Irgendwas Interessantes, oder? Das war kein Alkohol, das war ein Heilmittel. Oh, Feuer. Hey, ich hab's geschafft. Und das hat mir nichts gebracht. Sehr schön. Da ist ja, es sind ja echt nur irgendwelche Sachen. Das ist ja nichts Besonderes. Toll, für was bin ich da jetzt nochmal zurückgekommen? Mir fehlt immer noch ein Audiotagebuch und das ist, schätze ich mal, da drin. Hallo? Ah ja, da ist es ja. Nee, warte, das ist es gar nicht. Vorsichtiger Hacker, ja, aber... Was ist da, Hacker? Wer braucht denn sowas? So, vorsichtiger Hacker... Ja, gut, damit haben wir alle Tonika und im selben Raum sollte sich auch irgendwo das Audio-Tagebuch befinden. Ja, zumindest hier in der Nähe. Oh, wo ist es denn? Oh, da wird geschossen, achso. Warte, ich lese mal kurz im Reserve-Center. On the computer system between the rocket turret near the stairs and the outdoor leading to the close. Das Rocket Turret. Meine Berechnungen stimmen genau. Ich habe sie überprüft. Scheiße. Ich bin kein Lügner. Die Zahlen lügen. So. Da ist es ja. Du dämliche Zahl. Adam ist eine heimtückische Substanz. Einmal eingenommen, ist permanenter Nachschub erforderlich, um die Wirkung aufrechtzuerhalten. Sonst gleitet der User in den Wahnsinn ab. Mein Plasmid, das die Kleinen aus ihrer Knechtschaft befreien soll, ist vielversprechend, aber in seiner Wirkung begrenzt. Es wirkt nur bei den Kindern, die die Schnecken im Bauch haben. Bei Erwachsenen-Splicern oder Big Daddies kommt es zu Unverträglichkeiten. Das ist lästig. Aber wenn der körperliche und geistige Verfall umkehrbar wäre, wenn die Adam-Krankheit heilbar wäre, wäre seine heimtückische Natur überwunden. Ja, und das ist die Erklärung dafür, warum wir eigentlich immer nur die Little Sisters heilen und nicht erwachsene Leute auch, so wie die Big Daddies oder so. Das sind ja alles Menschen, die auf sowas getrimmt sind. Und was zum Teufel machst du hier? Hallo? Oh. Oh, ich trete in den Ruhestand. Ja, mach das mal. Aber ich zahle nicht deine Rente. Kannst du dir selber zahlen. So, okay.
Wir haben jedenfalls jetzt alle Items in dieser Welt. Ich, zumindest glaube ich, dass ich nicht übersehen habe. Nach meiner Liste habe ich alles. Sollte ich irgendwas übersehen haben, irgendwas Interessantes, irgendwelche Easter Eggs, könnt es mir natürlich in die Kommentare schreiben oder auch einfach so Kommentare schreiben. Was ich euch sagen wollte, am besten finde ich immer so Kommentare, wenn ihr mir genaue Stellen so mit Zeitangabe oder so nennt, was ihr am lustigsten fand. Das finde ich immer am besten. Ich habe jetzt keinen Bock mehr drauf. Ich will jetzt aus dem Level und Pause machen. Hab ja auch nicht ewig Zeit. Naja. Ja, Big Daddy, du bist mir jetzt... Oh, oh. Ja, die greifen uns halt erst an, wenn wir sie... Knöpfchen drücken, aber ich ziehe die Strippen. Nein. Du hast mir den Weg versperrt, bis zwar erst nicht gelungen, aber egal. So. Gut. Und jetzt können wir die Tür auch aufmachen. Hoch und drüber, mein Freund. Sobald du das Gravity Well Plasmid über die Wand geworfen hast, erledigt der Schwerkraftsog den Rest. Habe ich schon gemacht? Arsch. Jawohl, gut gemacht. Wir sind unserem Ziel, die Pläne für den Thinker aus Rapture rauszuschaffen, einen Schritt näher gekommen. Nimm den Lift runter zur operativen Abteilung. Okay, dann würde ich sagen, wir haben mal Minerva's, also das erste Level, das heißt glaube ich einfach Minerva's Den, haben wir geschafft. Zweites Level, operative Abteilung. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Also ich verabschiede mich mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.